Hallo, hier sind wir wieder von 3x TV, heute mit Marco Stipp. Marco, wie war das Rennen bei euch heute? Durchwachsen. Wir mussten von hinten starten. Wir haben im Qualifying ein bisschen verpokert. Mhm. Wir haben auf Slicks gesetzt und es ist nicht aufgegangen. Mhm. Die Regenwahl mit den Regenreifen wäre besser gewesen, aber wir haben es versucht. Mhm. Und sind von hinten gestartet und in der ersten Kurve gleich einen hinten aufs Rad gekriegt. Reifen kaputt, Rennen vorbei. In der Elite 1 lief es ja heute generell ein bisschen unruhig in der ersten Kurve. Ja, es ist ein hartes Rennen. Es geht um doppelte Punkte und dementsprechend sind natürlich alle meistens übermotiviert und das Ergebnis hat man gesehen. Ja, wir hatten vorhin schon das Gespräch mit Lucas Lasserre und er meinte, dass er hat eigentlich gefordert, dass dann mal richtige Strafen kommen. Nicht eine Drive-Thru-Penalty, sondern einfach mal eine richtige Strafe. Siehst du das auch so oder? Also ich würde das mal von Fall zu Fall einzeln bewerten. Ich habe mir die Sachen jetzt nicht genau angeguckt, weil wir selber halt versucht haben, das Auto nochmal fertig zu machen. Das haben wir auch hinbekommen, haben den Salva nochmal rausgeschickt. Er hat nochmal die 14. die Rundenzeit gefahren für eine 14. Position für morgen. Und dementsprechend habe ich mich jetzt nicht mit den Sachen beschäftigt. Aber es ist immer was dran, dass wenn unfair gefahren wird, dass dann auch die Strafen wirklich dann kommen müssen. Ja. Und für morgen, wie sieht es da bei euch aus im Regen? Ja, auch wieder durchwachsen, würde ich sagen, weil 14. Startposition ist jetzt genau im Mittelfeld, da wo es dann meistens dann auch wieder hart zur Sache geht. Und dann wollen wir einfach gucken, oder die Tendenz ist einfach, das Auto heile zu lassen und mal sehen, ob wir noch in die Top 10 kommen. Wird man morgen sehen, es wird wahrscheinlich doch stark regnen. Hattet ihr am Freitag schon getestet im freien Training unter Regenbedingungen? Weil einige Teams haben ja gesagt, wir lassen das Auto gleich stehen. Nein, wir sind gefahren, hatten aber ein, zwei technische Probleme, konnten das nicht so schnell lösen. Dementsprechend war man natürlich nicht schnell genug, aber er hat ein paar Runden gedreht und fühlt sich soweit wohl im Auto, haben das Setup für Regen ganz gut im Griff und ich hoffe, dass es morgen dann auch noch ein bisschen nach vorne geht. Ja, da drücken wir uns euch auf jeden Fall die Daumen für. Aber wie kam es denn eigentlich, dass er jetzt bei euch fährt, dieses Rennen? Ja, wir stehen immer in Kontakt und wir wollen natürlich immer gute Fahrer drauf haben. Es muss natürlich auch alles bezahlt werden, das heißt, das ganze Paket muss stimmen und das haben wir für Zoll dahin bekommen und ja, da freuen wir uns drauf und ich hoffe, dass wir morgen nochmal ein gutes Ergebnis anfangen können. Ja, da drücken wir uns die Daumen und danke für deine Zeit. Ja, danke.